Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Agile Care Workshop. Ich freue mich, dass wir uns heute am 5. Dezember 2022 hier zusammenfinden. Und ich hoffe auch, dass es uns wieder gelingt, zum größeren oder kleineren Teil, je nachdem, ausreichend Wissen zu vermitteln, damit Sie, jeder von Ihnen, einen Zuwachs von Möglichkeiten haben für bessere Lebensqualität. Denn mit Agile Care ist es möglich, das wissen wir. Schönen guten Abend und ich freue mich darauf und ich freue mich darüber, Sie zu sehen. Gleich zu Beginn begrüße ich meine Frau Renate und Tochter Claudia, die im Hintergrund tätig sind, um, Sie wissen schon, Ihre Fragen im Chat aufzunehmen, mir sie in eine Datei einzutragen, denn während meiner Bemerkungen, die immer zu Beginn stattfinden, kann ich mich nur auf das konzentrieren, was ich spreche und was ich Ihnen vortragen möchte, was ich Ihnen vermitteln möchte und kann nicht gleichzeitig einen wechselnden Workshop mit verfolgen. Ich bitte Sie nun, und ich schaue dabei in den Chat, ich bitte Sie nun, mir mitzuteilen, dass ich auch gut zu hören bin. Und da lese ich schon wunderbar, Herr Karl-Heinz Schuster schreibt Ton und Bild gut. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Dann können wir also loslegen. Damit ich es auch wiederum nicht vergesse, gleich jetzt schon der Download für Sie möglich. Das können Sie jetzt rechts auf der Navigation durchführen, der Download der PDF-Datei. Denn in der PDF-Datei, wie immer, habe ich die Folien meiner Präsentation dargestellt und Sie können sich herunterladen, können sich ablegen, können nachlesen. Also eine Möglichkeit für den Fall der Fälle, doch das Richtige oder das Bessere zu tun. So, dann lassen Sie mich jetzt mit den versprochenen Folien beginnen. Heute zum 5. Dezember starten wir also wieder diesen Workshop, denn es ist ja Montag 8 Uhr, also die beste Zeit, einen Agile Care Workshop zu besuchen. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, und wie immer in der zweiten Folie zeige ich hier die Kommunikationswege zu uns, ein Teil der Kommunikationswege, die am liebsten benutzt werden. Und ich möchte darauf verzichten, das vorzulesen. Das langweilt diejenigen, die hierbei sind. Und wer das neue nachlesen möchte, kann es im PDF-File, was heruntergeladen wurde, nachlesen. Nur zum Telefonservice. Dieser Woche möchte ich sagen, dass wir Donnerstag und Freitag keinen Telefonservice bieten können. Ich bin mit meiner Frau Renate beruflich unterwegs im Ausland und da ist es nicht möglich, sie da zu betreuen. Aber für diejenigen, die Fragen haben, können Sie auch in dieser Zeit, also auch Donnerstag und Freitag, wie übrigens immer, unser Ticketsystem nutzen oder eben einfach eine E-Mail an support@ulrich-mtc.de schreiben und wir beantworten Ihre Frage unverzüglich und mit hoher Priorität. Ja, und auch diese Folie möchte ich nur ganz kurz einblenden. Hier geht es darum, wo Sie nachschlagen können, jeweils per Video, nämlich zum Basiswissen und zu den Randbedingungen. Das ist auf dem YouTube-Kanal. Und ich hatte das letzte Mal hatte ich gebracht, dass es jetzt möglich ist, über Vimeo uns zu verfolgen und dass wir dort immer den jeweils ersten Teil der Workshops ablegen. Und ich habe festgestellt, das geht wohl nur für registrierte Benutzer bei Vimeo. Wir werden uns etwas einfallen lassen, dass es auch für jemanden, der nicht registriert ist, also kein Geld bezahlt oder bezahlen möchte bei Vimeo, dass es auch möglich ist. Zunächst jetzt erst noch einmal, wer nicht registriert ist, sollte also den Weg über YouTube suchen und dort in YouTube das Suchwort Agile Care eingeben. Ich habe das hier aufgeschrieben in dieser Folie und dann können Sie so vorgehen. Aber Sie können sich darauf verlassen, wir lösen das auch mit Vimeo, denn Vimeo ist doch wirklich bequemer und besser
als YouTube, weil man dort nicht von weiteren Links, besonders zu Werbung und sowas, belästigt wird. Ja, und auch heute wieder mein Dank an diejenigen, die uns weiterempfehlen, die aufgrund ihrer guten Erfahrung mit Agilcare der Meinung sind, das könnten auch weitere Freunde, Nächste, liebe Menschen nutzen, um deren Lebensqualität wieder auch zu verbessern mit Agilcare. Deshalb habe ich hier aufgeschrieben, in welcher Folge wir gern, sehr, sehr gern natürlich die Käufer begrüßen, die Sie vermittelt haben, und uns dafür bedanken bei Ihnen mit der Provision von 150 Euro. Wie der Ablauf ist, das können Sie hier lesen. Und seien Sie gewiss, es ist nicht nur etwas Gutes für uns, natürlich freuen wir uns darüber, aber auch diejenigen, die Ihrer Empfehlung nachgehen, die haben die Möglichkeit, zusätzlich ihre Lebensqualität zu verbessern. Und was kann es Schöneres geben? Also können sich drei freuen. Sie, weil Sie jemandem geholfen haben, diejenigen, die neue Käufer geworden sind, weil sie ihre Lebensqualität verbessern können, und wir, weil wir einen neuen Anwender gefunden haben. Vielen Dank schon für Ihr Engagement und weiter so. Ja, das letzte Mal, nämlich am 28.11., also im letzten Workshop des Monats November diesen Jahres, habe ich über Agilcare parallel gesprochen. Und zwar so, dass ich schon darüber berichten konnte, nämlich seit Anfang dieses Jahres, haben wir Agilcare parallel zur Verfügung. Und es zeigt sich nicht nur in meinem Bericht, sondern auch in unseren Unterlagen und in den Rückmeldungen der vielen Anwender und auch in eigenen Erfahrungen von uns selbst, dass offensichtlich Agilcare parallel noch effektiver ist als Agilcare Pro. Und ich habe aufgezeigt, was man da tun kann. Wenn man aber nun schon Agilcare Pro hat, dann ist es ja eigentlich sehr aufwendig, umzusteigen auf ein neues Gerät, Agilcare parallel, also finanziell aufwendig. Und da haben wir natürlich auch eine Lösung, die ich letzten Montag auch vorgestellt habe, nämlich ein Erweiterungskit zu bestellen. Und dann hat man die gleiche Leistung an seinem Gerät, also erweitert durch das Erweiterungskit, hat die gleichen Vorteile, dieselben Vorteile mit diesem Erweiterungskit an seinem Agilcare Pro, wie es jemand hat, der am Agilcare parallel arbeitet. Und ich möchte Ihnen dazu ganz kurz in den Shop zu kommen. Und da muss ich meinen Bildschirm teilen. Mal sehen, ob ich das auch hinkriege. Ich müsste es hinkriegen, denn ich habe es schon öfter gemacht. So, wenn jetzt alles klappt, dann sehen Sie jetzt unseren Shop hier. Und ich kann noch einmal zurückgehen. Sie sehen oben die Adresse shop.ulrich-mtc.de oder shop.schmerzen-was-tun.de. Das ist dasselbe. Sie kommen zum selben Ziel, nämlich in unseren Shop. Und wenn Sie hier den Reiter, ich bin gerade mit der Maus dort, Naturprodukte und Zubehör, also den Reiter Naturprodukte und Zubehör betätigen, dann kommen Sie zu den Naturprodukten und Zubehör, und ganz oben steht dort das Erweiterungskit für Agilcare Pro. Dort können Sie übrigens auch noch einmal nachlesen, nämlich indem Sie da draufklicken, können Sie auch noch mal nachlesen, hier die Besonderheiten, die Gebrauchseigenschaften, und Sie können, wenn Sie wollen, das Agilcare Erweiterungskit erwerben. Damit Sie es sehen, so, Sie haben die kurze Vorstellung gesehen, im shop.schmerzen-was-tun.de, und vielleicht ist es für den einen oder anderen eine Anregung. Und wer jetzt nichts damit anfangen kann mit diesen Informationen, dem rate ich, sich noch einmal, das ist ja noch einige Tage möglich, die Aufzeichnung anzuschauen, die Sie haben. Sie finden die Aufzeichnung in Ihrer E-Mail, denn wir haben es Ihnen geschickt, dass Sie die Aufzeichnung benutzen können, 10 Tage vom 28.11. an. Und wer das nicht bekommen hat, wer da ganz neu dabei ist, der kann ja zu YouTube gehen und dort mit dem Suchwort Agilcare sich das anschauen vom vierten Workshop 2022 im November.
So, jetzt habe ich mir vorgenommen, Ihnen einige Anwendungen heute darzustellen. Also ich möchte darauf verzichten, heute allgemeine Informationen zu geben und tiefgründigere Informationen zu geben. Jetzt habe ich mir vorgenommen, Ihnen auserwählte Anwendungen, die in der letzten Woche bei uns rückgemeldet wurden, möchte ich Ihnen vorstellen und ich werde Ihnen jeweils immer erklären, warum ich mir genau diese herausgesucht habe. Erster Fall. Die Anwenderin hat starke Hüftschmerzen seit vielen Monaten. Ich möchte sagen, sie hat uns mitgeteilt, dass es schon über ein Jahr war. Aber seit vielen Monaten starke Hüftschmerzen und dadurch starke Bewegungseinschränkungen. Also eine ganz deutliche Einschränkung der Lebensqualität durch diese Hüftschmerzen. Unsere Empfehlung, sie hat sich an uns gewandt, unsere Empfehlungen waren die hier aufgelisteten, nämlich U199, ich wiederhole, U199, Hüftschmerzen. Des Weiteren A371, ich wiederhole A371, Chlamydia Pneumonie. Und drittens C938, ich wiederhole C938, Lumbago. Ja, warum haben wir das empfohlen? Erst einmal, weil die Bezeichnung Hüftschmerzen ganz klar übereinstimmt in der ersten Anwendung U199. Zweitens, weil es die verdächtigen Chlamydia Pneumonie gibt, die überall auch im Stützgewebe uns Probleme bereiten, also nicht nur in der Lunge, nicht nur im Stoffwechsel, in den Organen, die für den Stoffwechsel zuständig sind, sondern eben auch im Stütz- und Bewegungsapparat. Und letzten Endes, weil die Nervenwege so ablaufen, kann es auch sein, und das ist sehr, sehr häufig so, dass wir da richtig lagen, C938, nämlich Lumbago, weil es von den Wurzeln der Nervenwege von der Wirbelsäule ausgeht. Ja, diese drei haben wir genannt. Und zu unserer ganz großen Freude hat die Anwenderin nach nur drei Anwendungen schon mitgeteilt, ein einstündiger Spaziergang hat sie ohne Probleme bewältigen können. Also einen einstündigen Spaziergang, das war für sie schmerzfrei möglich. Und das hat uns natürlich mächtig gefreut. Und das soll das ja weiter anhalten. Deshalb gratulieren wir nicht nur der Anwenderin auf diesem Wege, sondern ich sage auch weiter so, um langfristig anhaltend schmerzfrei zu sein. Also viel Erfolg und nochmals vielen Dank für die Rückmeldung, dass ich die auch hier weitergeben konnte, dieses wunderbare Ergebnis. Zweiter Fall. Eine Anwenderin hat seit September Husten. Und dieser Husten hat sie sehr gestört und wir haben auch öfter Verbindung aufgenommen miteinander und die Anwenderin hat sich bei uns erläutern lassen, was wir vorschlagen. Und so haben wir mehrere Anwendungen auch nacheinander dann immer herausgefunden, herausgewählt und ihr empfohlen, Anwendungen, die mit Husten in Verbindung stehen, also die das Wort Husten in der Anwendungsbezeichnung haben, dann wieder der verdächtige Chlamydia Pneumonia und, weil es auch sehr häufig zum Erfolg geführt hat, auch die Empfehlung, Adenovirus, diese Anwendung durchzuführen. Doch bis Mitte November keine Verbesserung, obwohl die Anwenderin ganz fleißig die Anwendung durchgeführt hat, ganz diszipliniert, jeden Tag sogar mehrfach, trat keine Verbesserung ein. Sie hat auch die Reibbedingungen vor, während und nach der Anwendung optimal umgesetzt oder zumindest versucht, alles eingesetzt, dass sie optimal umgesetzt werden können von ihrem Körper und keine Verbesserung. Also sie hat weiterhin gehustet. Kam ihr eine Verdachtsdiagnose über den Weg, eine ärztliche Untersuchung hat erbracht, dass sie stark von Schlafapnoe betroffen ist. Also Schlafapnoe, das sind die Aussetzer im Schlaf, die Atemaussetzer. Und ganz beeindruckend, sie hat 34 Aussetzer gehabt innerhalb von 3 Stunden nachts. Und anstelle der herkömmlichen Maßnahmen, die ihr dann verordnet wurden, nämlich Maske und die Dinge, ich weiß nicht, wer auch noch unter Schlafapnoe leidet und da unter ärztlicher Behandlung ist, da gibt es ja die nicht so häufig akzeptierten Masken, weil die Nebenwirkungen haben und Beeinträchtigungen mit sich bringen. Allein die Masken, die man nachts dann tragen soll, das hat die Anwenderin nicht getan, sondern sie ist schließlich Anwenderin von Aglicare. Sie hat die Anwendung WEI28, ich wiederhole den Quellencode-Index,
WEI 28 durchgeführt und diese Anwendung heißt Apnoe, Schlaf, Zentral. Und siehe da, die ärztliche Nachuntersuchung hat erbracht, sie hat nur noch 2 Aussetzer gehabt innerhalb von 3 Stunden. Also von 34 auf 2 reduziert und offensichtlich nur durch die Anwendung WEI 28 mit Aglicare. Das ist ein schöner Erfolg, aber der Witz der ganzen Sache, und das ist der Grund, warum ich Ihnen das hier vorstelle, der Witz ist ein zusätzliches Ergebnis, Ihr Husten ist weg. Sie hat also Maßnahmen vorgenommen, hat die von uns empfohlenen Anwendungen, weil sie nicht zum Erfolg geführt haben, dann beendet, hat aber dafür aufgrund der Schlafapnoe-Untersuchung und der Diagnose, dass sie Schlafaussetzer hat, also Atemaussetzer hat, hat sie WEI 28 durchgeführt und nicht nur mit sehr gutem Ergebnis bezüglich der Schlafapnoe, sondern auch ganz deutlich, der Husten ist weg. Der ist also auch verschwunden damit. Und das ist für mich ein Beleg dafür, also erstmal gratuliere ich der Anwenderin, das ist für mich ein Beleg dafür, dass Mikroorganismen auf dem ganzen Körper sich ausrichten und hier und da aber verteilt Schwerpunkte haben. Und hier scheint es so zu sein, Husten und Schlafapnoe hängt über die Atemwege zusammen, dass sie also im Bereich der Atemwege die entsprechenden Mikroorganismen in Disbalance hatte, die sie mit WEI 28 erfolgreich und schnell beseitigen konnte. Und wenn sie jetzt noch weiter macht, was ich empfehle, dann wird sie auch die restlichen Schlafaussetzer beseitigen können. Und das mit dem Husten scheint wohl schon geschafft zu sein. Gratulation, vielen Dank für die Rückmeldung. Und Sie, meine Damen und Herren, denen ich das jetzt heute vortragen darf, erkennen, so wie ich auch, dass wir eben Mikroorganismen im ganzen Körper haben, die also ganzheitlich auch zu eliminieren sind. Also das ist hier die richtige Folie. Also seit langer Zeit wetterfühlig, das ist natürlich sehr unangenehm, beeinträchtigt auch die Lebensqualität. Und unsere Empfehlung dazu war C1412, ich wiederhole den Quellencode-Index, C1412, das ist Schumann-Resonanz. Sie kennen sicherlich die Schumann-Frequenz, die von der Erde ausgeht, von unserem Erdball ausgeht, und wir können damit die Mikroorganismen beseitigen im Körper, die diese Schumann-Frequenz, Schumann-Welle, Schumann-Energie beeinträchtigen und kommen wieder zur Nutzung der entspannenden Erdfrequenzen. Zweite Anwendung, die wir empfohlen haben. C518, ich wiederhole in Quellencode-Index, C518, und die heißt Elektrosmog 1. Ich erkläre gleich, warum ich diese auch genannt habe. Und drittens dann haben wir empfohlen A101. Ich wiederhole den Quellencode-Index A101. Diese Anwendung eliminiert die Mikroorganismen, die die Gehirnströme behindern, den Alpha-Zustand auszuprägen. Ja, warum habe ich genau diese Anwendung genannt bei Wetterfühligkeit? Und zwar bin ich davon ausgegangen, von meinen Erfahrungen mit einem Luftdruck, ich nenne das mal Messgerät, das ist kein richtiges Messgerät, Sie sehen das darunter in dem Bild, sondern es ist eine hermetisch abgeschlossener Glasbehälter, in dem findet sich eine Flüssigkeit und die Flüssigkeit ist angefüllt mit Salzen. Und diese Salze haben die Eigenschaft, das haben also Physiker festgestellt, ist noch gar nicht so lange her, dass man das erkannt hat, in Abhängigkeit der zu erwartenden Luftdruckveränderungen, und ich erkläre gleich, wie der Zusammenhang ist, also in Abhängigkeit der zu erwartenden Luftdruckveränderungen, die Salzkristalle größer oder kleiner auszuprägen, dass sich die dann unten am Boden als große oder kleine Salze in diesem Gefäß absetzen. Eine wunderschöne Sache. Ich habe diese auch. Wir haben das auch schon zur Verfügung. Ich weiß nicht, wenn Sie jetzt unten rechts das anschauen, wo ich abgebildet bin. Ich halte jetzt gerade dieses Element in der Hand, was dazu dient, auch auf Luftdruckveränderungen sich auszuwirken durch die unterschiedlichen von dem zu erwartenden Luftdruck ausgehende Kristallbildung. Ja, und jetzt sage ich immer erwartete, denn es ist kein Luftdruckmessgerät, sondern
die Physiker, die klugen Physiker, die dann zu diesem Gerät, zu diesem Schmuckstück gekommen sind, zu diesem Barometer, möchte ich mal sagen, Barometer-Vorausschau, die haben festgestellt, dass jede Luftdruckveränderung mit der Veränderung elektromagnetischer Frequenzen einhergeht auf der Erde. Überall dort, wo sich Luftdruck ändert, ändern sich auch die elektromagnetischen Felder in der Luft, in der wir uns bewegen und in der auch im Raum, bei uns steht es in Fensternähe, dieses Gerät steht. Und schon lange bevor die Luftdruckveränderung eintritt, haben wir die Veränderung dieser elektromagnetischen Felder. Und die bildet sich ab durch die unterschiedliche Kristallbildung darin. Und so bin ich darauf gekommen, wir haben das schon sehr lange bei uns zu Hause in Nutzung, und also in unserer Wohnung. Und so bin ich darauf gekommen, diese oben abgebildeten drei Anwendungen zu empfehlen. Und deshalb ist auch Elektrosmog hier reingekommen. Deshalb sind auch Gehirnströme hier reingekommen. Und ich denke, dass über die Wetterfühligkeit oder was wir Wetterfühligkeit nennen, dass das so passiert, dass sich elektromagnetische Frequenzen verändern, elektromagnetische Felder, die vorauslaufen der Wetterveränderung. Und dass darüber diese Wetterfühligkeit bei einigen Menschen geschieht und wir dem zum Glück auch entgegenstellen können, unsere Anwendung mit Agilcare, weil natürlich die Reaktion über, wenn sich elektromagnetische Felder ändern, natürlich auch in unserem Körper sich die Mikroorganismen in ihrem Verhalten ändern, was dann eben zur Wetterfühligkeit, man könnte sagen zu Schmerzen oft oder anderen Gefühlen führt. Sie erinnern sich vielleicht an einen Vortrag von mir, als ich einmal wiedergegeben habe, was die Wissenschaft erkannt hat, nämlich, dass es von ganz großer Bedeutung ist für unser Zentralnervensystem, also für unseren ganzen Körper, wenn Mikroorganismen ihre Gefühle ändern. Man hat das ganz genau gemessen bei den Mikroorganismen, die wir Bakterien nennen. Davon haben wir sehr viel in unserem Darm und auch auf der Haut. Und wenn ein einziger Mikroorganismus, nämlich in dem Fall ein Bakterium, seine Gefühle ändert, und das ist gemessen, das ist nicht einfach so dahergeredet, das ist gemessen, genauso wie wir Gefühle messen können von einem Menschen mit dem EEG-Messgerät, so können wir das auch bei Bakterien, und so haben das Wissenschaftler getan, dann wird nämlich ein Alarm ausgelöst an unser Zentralnervensystem, selbst wenn es ein einziges Bakterium nur betrifft, und unser Zentralnervensystem hält das für so wertvoll, dass es jede einzelne Körperzelle davon informiert, und dann gibt es eben diese Veränderung. Und wir können zum Glück hier davon ausgehen, und ich kann es ja nur jetzt anhand dieses Ergebnisses bei der einen einzigen Anwenderin bisher nicht einmal beweisen, sondern nur berichten, dass diese Wetterfühligkeit beseitigt werden kann durch die Anwendungen, die hier aufgeschrieben sind mit Agilcare. Also etwas Neues, wo wir erkennen, einerseits, was gibt es doch für tolle, große Zusammenhänge, wir müssen sie nur erkennen, und wir haben oftmals schon das Mittel zur Beeinflussung, das Mittel zur Verbesserung unserer Lebensqualität zur Hand, das ist nämlich unser Agilcare. Die nächste Anwenderin ist ein Mann, das ist ein Anwender, 82 Jahre alt, sehr vital, ich bin sehr oft mit dem Anwender in Verbindung, er ist wirklich sehr vital, jedoch hat er noch Probleme mit seiner Stimme. Ehe ich darauf eingehe, wie er das gelöst hat, soll ich hier in seinem Auftrag, und ich mache das sehr gern, eine Nachricht übermitteln für Menschen, die Kopfschmerzen haben. Er hat nämlich festgestellt, wenn man seine Schuhe reparieren lässt, dass also die Absätze nicht schräg gelaufen sind, sondern man repariert die, dass damit, bei ihm war das so, die Kopfschmerzen perdu waren. Also er hat die Kopfschmerzen überwunden, indem er seine Schuhe hat reparieren lassen, nämlich die Absätze nicht mehr abgelaufen, sondern gerade reparieren lassen. Das soll ich vorab sagen. Aber nun zu seiner Problematik mit der Stimme. Der Anwender, ich sage es noch einmal, 82 Jahre, hat auf eigene Wahl einfach, er wusste ja, man kann die Anwendungen, kann man testen und geht kein Risiko ein, wenn man sich an die Gebrauchsanweisung von Agilcare hält, hat er die Anwendung, ich wäre nämlich nicht darauf gekommen, sage ich ganz ehrlich, die Anwendung WEI45, ich wiederhole den Quellcode-Index, WEI45, Stimmbandlähmung durchgeführt. Er hatte sicherlich keine Stimmbandlähmung, denke ich,
sonst wäre das nicht so schnell gegangen mit der Lösung, mit dem Erfolg, sondern es sind die zur Stimmbandlähmung gehörenden Mikroorganismen, die er mit WEI 45 mit der Anwendung beseitigt hat. Und nach 3 Tagen meldete er, er hat überhaupt keine Probleme mehr, obwohl er sich eine lange Zeit damit herumgeschlagen hat. Also gratuliere dem Anwender, der uns das ermöglicht, hier zu berichten, was er Gutes mit WEI 45 geschafft hat und wie er seine Lebensqualität verbessert hat. Da möchte ich einfach sagen, Gratulation und hinweisen, dass die eigene Wahl testweise immer möglich ist, wenn man sich an die Gebrauchsanweisung hält. Nur Mut. Und beim letzten Spaziergang in Bad Saarow habe ich hier in dem Bild abgebildet, dieses Zitat von Theodor Fontane dargestellt, wiedergegeben durch Fotografie. Am Mute hängt der Erfolg. Am Mute hängt der Erfolg. Diese Tafel hat die bekannte Kinderbuchautorin Frau Zucker in Bad Saarow dort in diesen Relief gefügt. Also nur Mut, es wird schon gehen. Das wusste schon Theodor Fontane. Am Mut hängt der Erfolg. Ja, und das waren die Fälle, die ich Ihnen aus dem Grunde vorgestellt habe, weil sie alle unterschiedliche Dinge doch ganz deutlich unterstreichen. Einmal, dass wir ganzheitlich befallen sein können von Mikroorganismen und ganzheitlich auch vorgehen können. Somit kann der Husten auch über Anwendung gegen Schlafapnoe beseitigt werden. Somit kann es sein, dass wir, wenn wir die Zusammenhänge erkennen zu elektromagnetischen Frequenzen und Mikroorganismen, kann es sein, dass man seine Wetterfühligkeit schnell in den Griff kriegt. Und so kann es auch sein, dass man mit freier Wahl der Anwendung, in dem letzten Fall habe ich über Stimmbandlähmung gesprochen, durch die freie Wahl auch zum Erfolg kommt. Und es ist nicht unbedingt notwendig, uns einzubeziehen, aber es ist erfreulich, uns einzubeziehen, wenn dann der Erfolg da ist, denn damit komme ich in die Lage, Ihnen das zu vermitteln.